Da lebte einmal im schönen Aachen ein Musikant. Der hatte einen riesigen Buckel, aber das konnte ihn nicht davon abhalten, fröhlich zu sein. Und wenn er Geige spielte, so erzählte man sich, dann mussten alle, die es hörten, lächeln und strahlen. Und ihre Füße zuckten und sie begannen zu tanzen. Dieser Musikant war eines Abends zu einer Hochzeit eingeladen, um dort zu spielen. Spät am Abend kehrte er zurück von der Hochzeit. Und so ging er die Jakobstraße herunter und kam schließlich in die Nähe des Domes. Und da schlug die Turmuhr des Doms 12. Und beim 12. Schlag nahm der Musikant auf einmal ein merkwürdiges Schwirren und Flattern um sich herum wahr. Doch dann sah er, ganz in der Nähe des Doms, am Fischmarkt, ein helles, strahlendes Licht. Und er ging darauf zu. Und da saßen auf dem Fischmarkt, auf den Bänken, wo sonst tagsüber der Fisch verkauft wurde, waren die Bänke gedeckt mit weißen Tüchern. Da standen Kristallleuchter. Da gab es Speisen und Wein und man lud ihn ein. Schöne Frauen saßen um die Tische herum, lachten und prosteten sich zu. Und der Musikant wurde eingeladen. Hier, komm, trink mit uns. Er hob sein Glas und trank von dem roten Wein, der würzig war und gut. Und da bekam er Laune zu spielen. Und die Frauen sagten ihm, komm, spiel uns was, komm, wir wollen tanzen. Zu spielen und sie tanzten wild. Und als die Glocke 12:45 schlug, sprangen sie alle von den Tischen herunter, standen auf und verschwanden wie nichts. Die Bänke waren nicht länger gedeckt, keine Speisen waren mehr zu sehen, es war dunkel. Nur eine, die war übrig geblieben, eine freundliche und schöne Frau. Und die sprach ihn an. Na, Musikant? Möchtest du nicht deinen Lohn haben für die schöne Musik? Meinen Lohn? Ach nein, gute Frau. Es hat mir Freude gemacht, für euch zu spielen. Der Wein war köstlich, die Speisen waren gut. Komm, lass dir deinen Lohn geben. Komm, stell dich hier hin. Sie spuckte in beide Hände und griff in seinen Rücken, wo sein Buckel saß. Und dann massierte sie den Buckel. Das war dein Lohn, sprach sie. Und dann verschwand auch sie. Die Uhr des Turmes schlug 1 und alles war verschwunden. Der Musikant nahm seine Geige, packte sie in seinen Koffer und ging und dachte, wie leicht sich alles anfühlt. So leicht. Und da erst bemerkte er, dass er seinen Buckel verloren hatte. Das war sein Lohn für die Musik.